wir schicken jetzt den Antrag für die Bank mal per Post endlich los. Das hat irgendwie alles so ein bisschen länger gedauert. Jetzt hat unser Bankansprechpartner uns so ein bisschen Druck gemacht, dass sich die... Eigentlich hat er gesagt, es muss bis heute da sein, damit sich die Konditionen nicht ändern. Richard weiß irgendwie, irgendwas ist da mit der EZB, keine Ahnung, bla bla. Warum sich die Konditionen jetzt eigentlich ändern. Jetzt hat er mir heute Morgen eine Mail geschickt, dass es sein kann, dass es doch noch die gleichen Konditionen sind, die wir eigentlich verhandelt haben mit ihm. Muss ich das jetzt anlecken? Oh, das ist ja richtig oldschool. Sind die nicht heutzutage immer alle selbst kleben? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Briefumschlag angeleckt habe. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken, ob wir... Das klebt ja irgendwie nicht. Ob wir einen Weg finden, das per Express zu schicken oder sowas. Ich meine, wenn es später ankommt, als wir können ja nichts machen. Also dann ist es, wie es ist. Was sollen wir machen? Wir können es nicht dahin beamen jetzt. Es ist... wir versuchen, den schnellsten Weg zu bekommen und alles andere haben wir nicht mehr in der Hand. Aber deswegen fahren wir jetzt mal schnell zur Post. Ich muss unbedingt zum Friseur. Die Haare sind so strubbelig, ich fühle mich richtig unwohl. Die sind so richtig dünn und ausgefranst unten, so richtig trocken. Naja, das nur nebenbei. Ich kann euch übrigens anhand dieses Hauses, was von außen wahnsinnig schön ist, mal ein bisschen erklären. Das ist jetzt nicht so ein Rechtfertigungsding, einfach nur mal beschreiben oder anschaulich machen, was ein Grund dafür war, warum wir uns für das Haus entschieden haben, was wir jetzt kaufen werden. Das sieht man nämlich gerade an diesem sehr schönen Haus. Sehr gut, das machen wir vielleicht später oder die nächsten Tage mal. Sehr schön hier, die Landschaft drumherum ist wirklich traumhaft. Das einzige, der einzige Minuspunkt ist hier, ist wirklich eine fette Straße. Die hört man drin irgendwie gar nicht, aber wenn man draußen ist schon. Mich stört es jetzt ehrlich gesagt nicht so. Und es ist strahlender Sonnenschein, die Vögel zwitschern, man hat so ein richtig schönes Frühlingsgefühl und in diesem Moment möchte ich gar nicht an Berlin denken und was uns da erwartet. Ich habe die schlimmsten Befürchtungen. Französische Gespräch wird besser. Ich bin so, ich will nicht immer sagen, ich bin stolz, aber ich bin froh darüber, dass das Französische einfach immer mehr kommt, mir immer leichter von den Lippen geht, dass die Leute hier einfach unfassbar, die meisten sehr, sehr freundlich sind, was mich sehr freut, weil ich, die Franzosen haben ja nicht den Ruf, freundlich zu sein. Und ganz oft bei all meinen Frankreich-Aufenthalten und Reisen kann ich das nicht bestätigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es gibt überall blöde Leute, aber ich kann dieses Klischee einfach nicht bestätigen. Ein bisschen Buhl. Ich habe als Kind sehr, sehr gerne Buhl gespielt mit meinem Papa und Freunden von meinem Papa. Und ich war ziemlich sicher als Kind besser als jetzt. Also da war ich natürlich nicht so klein wie Ava, aber ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich bin völlig aus der Übung. Aber ich mag das gerne. Ich spiel gerne Buhl. Hätte noch besser sein können. Danke.
ja mal ein bisschen von unserem Maklerpärchen schwärmen. Wir haben ein ganz, ganz tolles, ich weiß, Immobilienmakler haben nicht den allerbesten Ruf. Wir haben bis jetzt einen sehr, sehr tollen Eindruck von unserem Maklerpärchen. Das sind Briten, die vor 18 Jahren hier in diese Gegend ausgewandert sind. Damals hatten sie eine 5-jährige Tochter. Sie haben dann noch ein zweites Kind bekommen hier. Die Tochter wollte, als sie dann alt genug war, so schnell wie möglich zurück nach London, wo die herkommen, obwohl sie dort nicht aufgewachsen ist. Aber in dem Alter können sie ja dann auch machen, was sie wollen. Und die kümmern sich wirklich sehr, sehr toll um uns. Also wir haben großes Vertrauen zu denen. Die sind, die wohnen in dem Nachbarort, wo wir das Haus kaufen. Haben auch angeboten, uns zu begleiten in die Mairie, also ins Rathaus, um sich mit uns darum zu kümmern, dass wir einen Krippenplatz bekommen. In Frankreich heißt das Crèche, die staatliche Institution, also so wie ein Kindergarten, kann man sich das vorstellen. Dieses ganze französische Bildungssystem oder Betreuungssystem kenne ich schon aus Erzählungen von einer meiner besten Freundinnen, die seit 10 Jahren circa in Frankreich lebt. Und deswegen ist mir das Ganze nicht so unbekannt. In Frankreich gibt es ja auch Schulpflicht ab 3 Jahren, was für uns deutsch sozialisierte Menschen erstmal extrem erschreckend klingt. Auf der anderen Seite denke ich mir, aus den Franzosen wird ja irgendwie auch was. Und klar, es ist ein anderes System und Kinder haben hier eine andere Rolle, sage ich mal, beziehungsweise von Kindern wird was anderes erwartet in Frankreich als in Deutschland. Dessen sind wir uns absolut bewusst. Wie das sein wird, kann man nicht sagen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Ich wollte jetzt auch gar keine Diskussion darüber auslösen. Ich wollte einfach nur erzählen, dass es jetzt halt einfach ein paar Sachen gibt, um die wir uns kümmern müssen. Die Schuleinschreibung für Ava sollte kein Problem sein, weil, wie gesagt, in Frankreich gibt es Schulpflicht. Das heißt, Ava muss einen Platz in der Schule bekommen. Anders verhält es sich mit der Crèche dann für Liv. Liv ist ja dann auch 1 Jahr alt und dann möchten wir sie auch in die Krippe geben. Da ist es so, dass es, wenn man Pech hat, es gibt keine unbegrenzten Plätze. Also es gibt keinen garantierten Platz in der Crèche. Sollte man keinen Platz in der staatlichen Crèche bekommen, muss man sich halt um private Betreuung kümmern. Das geht auch mit Tagesmüttern und sowas. Wissen wir natürlich nicht, wie es auf dem Dorf ist mit der Verfügbarkeit. Aber das sind jetzt alles so Baustellen, die wir beackern müssen. Und wo wir sehr, sehr froh sind, dass wir Leute haben, die uns dabei unterstützen. Es ist so krass viel wert einfach. Und die sind so hilfsbereit, so zuvorkommend, sowieso alle Leute hier, mit denen wir bis jetzt zu tun haben, hatten. Deswegen sind wir da ganz zuversichtlich. Trotzdem sind natürlich so behördliche Geschichten in einem fremden Land, wo einem das alles unbekannt ist, immer so ein bisschen aufregend. Aber das werden wir jetzt auch alles nach dem Termin zur Vertragsunterzeichnung machen. Ich hoffe sehr, dass wir diese Sachen noch geregelt kriegen, bevor wir wieder nach Deutschland fliegen. Das wäre sehr schön. Zumindest so den ersten Schritt mit der Anmeldung gemacht haben, beziehungsweise schon mal gesagt haben, hallo, hier sind wir, ab Herbst bräuchten wir bitte das und das und das. Was brauchen Sie dafür, dass man den Stein ins Rollen bringt? Übrigens, vielleicht noch ein Wort zu dieser Bluse. Ich kriege sehr oft Nachfragen zu der. Die ist von Mango. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, die ist mindestens 10 Jahre alt. Die hätte ich fast schon mal aussortiert und da hat Richard gesagt, ach, behalt die doch, die ist doch hübsch. Und die wird sehr oft von euch nachgefragt. Wie einige Sachen, die ich schon ewig habe oder vom Flohmarkt oder so. Darf man in meinem Alter keine Beanies mehr tragen, oder was? Nein. Nein?
würde sie ja rausstellen, aber wir haben Nachbarn. Ich weiß nicht, wie die das finden. Wir sind in unserer Hochzeitsplanung einen Schritt weitergekommen. Wir haben jetzt ein Catering schon mal in Aussicht, was wir schon so halb kennen. Das ist nämlich jemand, bei dem wir, als er noch ein Restaurant hatte, sehr oft essen waren. Und der schickt uns jetzt ein Angebot und dann schauen wir mal, was wir uns da rauspicken, ob das das Richtige für uns ist. Wenn das Abend-Catering steht, dann bin ich schon mal sehr, sehr erleichtert. Und ich habe jetzt auch noch mal eine Kinderbetreuung angefragt. Vor 2 Jahren haben wir uns dagegen entschieden, weil wir dachten, das ist uns irgendwie zu teuer und die Kosten summieren sich gerade so krass und so. Aber wir haben mittlerweile einfach so viele Kinder auf unserer Hochzeit und wir wollen, dass alle und auch die Eltern eine entspannte Zeit haben und dachten. Und dazu kam, dass eine Freundin von mir das gemacht hat auf ihrer Hochzeit, so eine Kinderbetreuung engagiert hat und meinte, es ist einfach sehr, sehr viel wert und es hat super geklappt und die habe ich jetzt auch angefragt. Fräulein Feiertag, meldet euch mal. Ich zeige euch jetzt mal anhand von unserem Wohnzimmer, also unserer Wohnküche hier im Airbnb, warum wir uns gegen ein Bauernhaus entschieden haben. Ein Grund. Und zwar, es ist scheiße dunkel. Es ist einfach, das haben wir jetzt bei einigen Besichtigungen festgestellt, wo wir uns so ganz, ganz alte Häuser angeguckt haben, also irgendwie aus dem 17., 18. Jahrhundert. Die sind einfach so gebaut, das fällt von außen gar nicht so auf, weil man halt die Fenster sieht und denkt so, hä, ist doch alles okay und so. Erst wenn man reinkommt, merkt man, dass auf die Wohnfläche doch relativ wenige Fenster da sind und die sehr klein sind. Und das sieht man hier ganz gut, weil das, was jetzt hier gerade an Sonne reinkommt, ist das Maximum. Mehr kommt hier nicht rein. Man muss hier von morgens bis abends das Licht anhaben, weil es sonst einfach krass dunkel ist. So, und das finde ich voll bedrückend. Das kann ich nicht. Also, und das Ding ist, dass man natürlich vieles baulich verändern kann, aber wenn man an der Fassade was verändert, braucht man immer eine Genehmigung. Das heißt, da ist immer ein bürokratischer Prozess dahinter und es ist natürlich immer auch mit mehr oder weniger jemandem, nach dem, was man machen lässt, mit hohen Kosten verbunden oder mit Aufwand, wenn man es selber macht. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutrauen würde, jetzt so ein Stück Wand da rauszuballern und Fenster rein und wieder neu. Deswegen haben wir uns entschieden für ein Grund, warum wir uns für ein Stadthaus entschieden haben, weil wir auch da im Vergleich halt gemerkt haben, okay, die sind halt heller, die haben größere Fenster, die haben schöne Fensterfronten jetzt bei dem Haus, was wir gekauft haben. Oder kaufen werden. Und dass das für mich einfach total wichtig ist, weil nicht nur, also Licht ist einfach auch ein Riesenfaktor, warum wir nach Südfrankreich ziehen, weil mir das in Berlin total fehlt aufgrund der meteorologischen Gegebenheiten. Und wenn ich dann in ein Haus ziehe, wo kein Licht reinkommt, what's the point, you know? Ja, und das veranschaulicht sich hier einfach sehr, sehr gut. Das Haus von außen ein Traum. Und das ist genauso, wie man sich so ein französisches Landhaus halt vorstellt, aber einfach krass dunkel. Ist auf dieser Reise, ist, dass ich entspannter im Umgang mit Social Media geworden bin, beziehungsweise mich anders. Also schon seit längerem auch, in Berlin schon, habe ich angefangen, weniger Instagram zu konsumieren. Habe festgestellt, dass wenn ich viel konsumiere, es mir einfach nicht gut tut. Seitdem wir hier sind, habe ich das Ganze dann auch ein bisschen entspannter gemacht, was
meinen eigenen Content angeht und auch mal einen Tag keine Story gemacht, auch mal mehrere Tage keine Story gemacht und weniger hochgeladen und noch weniger konsumiert, also eigentlich gar nicht mehr konsumiert und habe festgestellt, dass es mir sehr gut tut und ich höre das gerade von verschiedenen Seiten, vor allem auch von Content-Creator-Kolleginnen, die gesagt haben, gerade Instagram ist irgendwie eine Quelle des Frusts ganz oft. Das gilt für mich persönlich nicht so sehr für YouTube. Ich mache sehr gerne YouTube. Ich finde den Austausch auf YouTube auch sehr, sehr schön mit euch. Das Feedback, was wir von euch kriegen, ist sehr wertvoll und ich habe das Gefühl, dass wir hier einfach auch tiefgründigeren, besseren, nachhaltigeren Content machen können als auf Instagram. Das heißt nicht, dass ich jetzt komplett mit Instagram aufhöre, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade sehr viele Leute frustriert und wollte nur euch das auch mal, bei Mirella hatte ich es jetzt letztens auch in einem Video gesehen und ich empfinde es ziemlich ähnlich. Und wollte es auch einfach mal mit euch teilen, einfach weil ich finde, dass es wichtig ist, dass man sich immer wieder auch da die Frage stellt. Nicht immer so das ganze große Ganze, wo will ich hin in meinem Leben und was macht mich glücklich, sondern auch an so kleinen Sachen immer mal wieder sich fragen kann, tut mir das überhaupt gut? Ich habe es auch immer wieder auf Instagram und ich glaube auch auf YouTube immer mal wieder so angedeutet oder angesprochen. Deswegen kann ich nur empfehlen, hinterfragt euren Social-Media-Konsum und guckt, was tut mir gut, welche Menschen, welcher Content, welche Persönlichkeiten, was schaue ich mir an und wie geht es mir damit? Und da kann man dann auch ganz krass einfach aussortieren, finde ich, oder seinen ganzen Social-Media-Konsum einfach hinterfragen und einschränken. Das ist jetzt ein bisschen geschäftsschädigend eigentlich, dass ich das sage, weil ich ja davon lebe, dass ihr meinen Content konsumiert. Aber ich möchte definitiv, dass es euch gut damit geht und dass euch mein Content oder unser Content bereichert und mir das ganz wichtig ist, dass hier sich niemand schlecht fühlt und wenn sich jemand schlecht fühlt, dann bitte deabonniert den Kanal und guckt die Videos nicht mehr, weil das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es uns hier allen gut geht. Ich bin sehr, sehr happy mit uns als Community. Ich finde es ganz toll, was ihr für euch für Zeit nehmt, uns Feedback zu geben, wie ihr unsere Arbeit wertschätzt. Das wissen wir auch sehr, sehr zu schätzen. Deswegen, jetzt werde ich schon wieder ganz rührselig. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und achtet auf euch und macht, was euch gut tut. Sehr, sehr aufgeregt. Es geht jetzt zum Notar und wenn der Vorvertrag unterschrieben ist, dann gehört das Haus uns. Dann wird das Haus uns gehören, wenn wir natürlich die finanziellen Mittel zusammenkratzen können. Aber ich erwähnte ja schon öfter, ich bin da sehr optimistisch. Aber am Ende des Tages weiß man nie. Es ist noch kein Kreditvertrag unterschrieben. Ich glaube, es klappt, aber wie gesagt. Aber dann, wenn die Unterschrift der Besitzerin unter diesem Vorvertrag ist, dann kann sie nicht mehr zurück. Dann muss sie uns das Haus verkaufen. Und wir warten jetzt schon seit über einer Woche auf diesen Termin, weil wir ihn ja verschieben mussten. Und heute ist es dann endlich soweit. Strahlender Sonnenschein. Beste Laune, blauer Himmel. Gestern haben wir zwei Regenbögen gesehen. Alle Zeichen stehen auf. Gut. Sprich. Es ist unterschrieben. Oh mein Gott, wir sind so aufgeregt. Ich kann es gerade noch gar nicht so richtig fassen, weil da jetzt noch so viel
auf uns zukommt, um das wir uns kümmern müssen. Und es ist so aufregend. Unsere sehr, sehr tolle Maklerin will jetzt auch nochmal eine französische Bank fragen, ob die uns vielleicht einen Kredit geben können. Und dann müssen wir uns um die Kita kümmern, um die Schule und, das, und ein französisches Konto eröffnen. Und das machen wir jetzt hoffentlich alles noch, bevor wir wieder nach Berlin fliegen. Wir kaufen ein Haus. So, der Vorvertrag ist unterschrieben. Jetzt beginnt der ganze bürokratische Hassel und ich strahle immer noch dabei. Nein, ich bin sehr, sehr dankbar, weil bis jetzt ist es alles relativ einfach. Das liegt daran, dass ich bei allem das Gefühl hatte oder habe, das soll jetzt einfach so sein, weil wir haben so tolle Menschen hier getroffen, die uns helfen, die uns Tipps geben, die uns dolmetschen, die uns Unterlagen besorgen, die uns die Abläufe erklären und so. Und uns wird hier wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und einige Fragen von euch kamen immer wieder, sowas wie Finanzierung, Wir werden euch bei allem mitnehmen, wir werden alle Themen ansprechen, die euch interessieren. Ihr könnt sie gerne weiterhin in die Kommentare schreiben, eure Fragen. Und alles wird nach und nach, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, darüber zu sprechen, werden wir darüber sprechen. Wir haben jetzt gerade angeleiert, dass wir Ava in der Schule anmelden und Liv in der Krippe anmelden. Das sind jetzt die Sachen, also vor allem das mit der Krippenanmeldung, die wir auf jeden Fall noch erledigt haben wollen, bevor wir wieder nach Berlin fliegen. Alles Weitere wird dann so seinen Gang gehen. Wir sind dann im April oder Mai nochmal hier, um das Haus entgegenzunehmen, also um die Schlüssel zu bekommen. Oh Gott, dieser Moment wird so krass. Schade, dass wir euch da wahrscheinlich nicht mitnehmen können, weil das ist... Entschuldigung, können wir hier mal kurz eine Kamera hinstellen? Es wird wahrscheinlich ein bisschen komisch kommen, aber ich freue mich sehr auf diesen Moment. Und ja, wir nehmen euch so gut es geht immer bei allem mit und die nächsten Monate werden sehr spannend. Richard hat übrigens heute unsere Werkstatt gekündigt. Und da werden wir dann so schnell wie möglich ausziehen, weil wir immer nur Probleme haben mit dieser Einheit. Dann geht Packen los und Hochzeit planen und Hochzeit und dann bleibt dabei. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche.